so umschreiben, so als globalen Begriff? Bild-Zeitung. Aber was ist denn die Wahrheit über unsere Preise? Bier 190% gestiegen, Nudeln 70%. Ja, Inflation. Ja, sehr gut. Was ist denn Inflation? Wie kann man das noch bezeichnen? Geldentwertung, genau. Ja? Deswegen ist ja immer die Frage, ob die Sachen wirklich sich im Preis steigern oder ob sie das Geld nur erhalten, die Kaufkraft. Ja? Man kann ja sagen, okay, Preise steigen, oh, Riesenwertsteigerung. Oder man kann sagen, sie kriegen heute immer noch das gleiche fürs Geld wie vor 10 Jahren, wenn sie es zum Beispiel im Haus angelegt haben, unter Umständen.